Moin und herzlich willkommen der bei Strategie Command Erster Weltkrieg mit den Österreichern und einem Haufen KI-Verbündeten, die lustige Kreuzfahrten in die Ostsee machen, wie schon in einem Kommentar erwähnt wurde. Und ja, und auch, dass die Österreicher hier gerne mal den Deutschen den Vortritt lassen, ist natürlich nur reine Höflichkeit, versteht sich. Das U-Boot hier, U14, hat sich sogar besser geschlagen. Da hat irgendjemand beim Oberkommando gepennt nach dem Einsetzen und das erstmal stehen lassen. Aber der hat hier selbstständig schon die Arbeit aufgenommen und da ein bisschen was weggemacht, als er hier hingestellt wurde. Und dann ist er erst ein bisschen verspätet, wurde erst verspätet losgeschickt. Aber wie gesagt, er hat schon Eigeninitiative gezeigt, der wird das hinkriegen. Ansonsten Serbien weiter erobern, Italien ist jetzt bald dabei, das machen wir vielleicht mal eben. Dir die Leute schon mal holst. Ich hoffe, der da hinten überlebt das so und du mauerst hier drüben. Dann sollte das erstmal halten. Der sollte nach Belgrad rein, den Partisanen einer aufpasst. Dann könnte sich der bewegen, aber nicht versehentlich in irgendeine Stadt reinschieben, damit die Deutschen nicht das Geld daraus kriegen. Hier schon das Bergwerk, das muss bei Zeit mal umverteilt werden. War eins nach dem anderen. Ich würde erstmal den raushauen und die Stadt weiter umstellen und später da angreifen. Hier unten muss ja noch irgendwo das Akku sein, dann kann man die auch von dem abtrennen. Und naja, wie so häufig kriegt ihr mal hier den Vortritt. Zugegeben, wenn der haut, kann er sich da nicht mehr verschanzen, aber ich glaube, das passt schon. Er kann hier ziemlich gut zuhauen. Nachläufen, dann, gut, der könnte sich da auch nicht mehr verschanzen. Ist also auch relativ egal. Gut, dann seid doch mal so nett, liebe Verbündeten, und macht das Bergwerk frei, denke ich. Also, irgendwer sollte natürlich schon noch in den Ort vorlaufen. Ist das Akku da in dem Ort? Vermutlich. Oder noch weiter dahinter. So, und hier, wo. Na gut, der kann ja einen Erstschlag auch da machen, wo der ist. Sie haben meinetwegen sogar verschanzen und du gehst da rein. Also, dann müsste das Bergwerk ja jetzt zu uns sehen. Vielleicht gräulich eingefärbt, deutsche Orte haben. Die Einfärbung ist irgendwie die gleiche, rechts unten. Aber eigentlich, die Farben sind ja auch fast gleich, müsste das jetzt halt auf unser Konto ticken. Du, na gut, du könntest sogar noch einen Schritt gehen, weil der noch nachrücken kann. Versorgungstechnisch. Ja. Das Akku da wahrscheinlich stehen. Und mit Führung und Kontrolle, dem Upgrade nächstes Mal, kannst du dann sogar einen mehr unterstellen. Und der ist natürlich auch frei. Und ach. Kannst du sogar auch schon mal ganz gut ranrennen und immer noch nicht das Akku entdecken, das steht dann wirklich in der hinterletzten Ecke. Ja gut, aber wir haben hier ein NM-Ziel. Nächstes Mal dann noch die andere Hauptstadt und dann ist, glaube ich, auch Bulgarien dabei. Und Sturmangriff auf den Ort wird dann hoffentlich auch funktionieren, soweit so gut. Wir haben noch eine neue Artillerie. Also ich glaube, in Serbien brauchen wir das Ding nicht mehr. Kriegen die schon so hin? Die haben eins. In Italien haben wir noch nicht genügend Truppen für eine Offensive, so richtig. Und die dritte Artie ist auch auf dem Weg. Darum würde ich die erstmal hier drüben hinstellen. Auch dann hier erstmal eh noch Upgrades und alles. Oder vielleicht hier. Das sieht ein bisschen sicherer aus. So, ihr solltet mit Zeiten irgendwann Iwanogrod angehen. Richtig rumverschanzt, nur so für den Fall der Fälle. Aber jetzt die nächste Stufe Grabenkrieg schon fertig geforscht. Ist doch Frage, ob man den nicht dann doch heilt und upgradet und dann erst drauf geht. Dann würde ich das einen noch verschieben.
Mit dem Heilen ist eine Sache, weil wir auch die Forschung, Österreich hat ja ein reduziertes Forschungslimit von 1200, aber wenn schon, denn schon, sollte das ja eigentlich auch mal voll sein. Nämlich dafür lieber Geld ausgeben. Räumen wir dann hier mal die Orte weiter leer. Und die Unterstützung der deutschen Einheiten. Da so ein schönes zu null, das würde ich eigentlich auch gerne machen. Der auf dem besten Weg ist, sich da mal ein Erfahrungssternchen abzuholen. Da darfst du auch zuerst hauen. Und okay, das ist sogar ein 1 zu 4 auf den anderen. Insofern spannend, weil die kommen uns eh nicht davon, während die hier von der Seite Stress machen. Okay, du könntest da auch in den Wald, da wärst du auch unverschanzt halbwegs verteidigt. Und den erstmal perfekt machen. Und den können wir uns ja entspannt nächstes Mal holen. Not 1-1, der steht halt selber im Sumpf, deswegen hat er nicht so die allerbesten Zahlen. Weil hier wäre noch ein freies Feld und einige Gegner. Hier noch erwischen könnte, der gut, wenn der da am Ende noch durchläuft. Weil kann er nicht. Ist ja alles dank dem voller Kontrollzone. Das ist auch nur eine Abteilung. Ist da wahrscheinlich auch auf Dauer durch. Und in Serbien gibt es ja noch ein zweites Partisanenfeld, das wir irgendwann abdecken. Aber eigentlich kannst du dich schon auf den Weg machen. Ich glaube, das passt von der Frontlage her. Da muss man die Eisenbahn nachher nicht bezahlen. So, ihr hier drüben hin. Hat hier auch sehr, sehr schöne Schlagmöglichkeiten. Ich nehme an, die KI hat hier keinen HQ eingepackt. Aber genügend Truppen, die auch eine ordentliche Bereitschaft haben, oder? Das HQ kommandiert nur da hinten. Da kommt mal zurück. Machst den fertig. Du hältst dich erstmal in der Gegend bereit. Ja, und in ein, zwei Runden machen wir die alle fertig und greifen die Ivanogrod an. Müssen dann wahrscheinlich hier noch weiter nach Norden ziehen, aber wenn man dann hier die Front irgendwann verkürzt hat, das geschlagen ist, würde ich das auch komplett den Deutschen überlassen und hier eher nach Osten marschieren. Sofern die KI das halbwegs hinbekommt. Ist noch an die Art, die kommt nächstes Mal, du stehst da. Gut, dann finanziell. Brauchen natürlich alles. Ganz gerade den ganz nett und vielleicht doch den Luftkrieg, dass man noch einen Aufklärungsbomber bauen kann, wenn man den zweimal durch hat. Und da haben wir, glaube ich, drei Artis und zwei Aufklärungsbomber. Besser als nichts. So, dann den Bomber fit machen. Dann vielleicht doch lieber noch die ein oder andere Einheit. Oh, das U-Boot wurde letztes Mal schon bewegt. Dann gucken wir mal, was die Verbündeten so anstellen. Ich könnte sie wenigstens Lüttich halten. Ah ja, und da hat auch einer den Tilsiter-Kessel wieder aufgemacht. Ist also jetzt ein Loch in Tilsiter. Weiter. Im Kommentar wurde ganz nett genannt. Kreuzfahrt da oben hin. So kann man das wahrscheinlich beschreiben, was sollen wir sonst groß tun?
Ich hoffe, da lässt sich das eine Korps hier oben jetzt nicht einfach einkesseln. Bitte stell da noch nachher einen hin. Manchmal wünschte ich, die KI würde nicht so den Fronten immer hin und her springen. Jetzt wieder Westfront, jetzt wieder Osmanen bei Konstantinopel, Ostfront. Das ist ja fast so schlimm wie ich manchmal. Jetzt bei den Österreichern merkt man das nicht so, weil wir auch nur zwei Fronten, also gut, Serbien, und sagen wir mal Russland Nord und Russland Ost. Italien kommt jetzt auch noch dazu. Hey, das war gegen die Regeln. Ja, kaum lässt man den Deutschen mal ein paar AP bewegt nicht zu Ende, schon krallen die sich die Moral da drüben. Es ist wirklich ganz, ganz miese Nummer. Typisch, dass man solche Verbündeten hat. Ihre Riesenarmeen, aber sind darauf angewiesen, dass die Österreicher was reißen. So, Serbiens Moral ein bisschen runter. Ein bisschen, wie gesagt. Bulgarien tendiert, Italien. Da ist Italien mobil. Wird dann noch so gerade rechtzeitig verschanzen können, zum Glück. Deutschen haben U-Boot vorbeigeschickt, hoffentlich macht das irgendwas. Jetzt schon drei Kanonen mit Upgrade auf dem Feld, hoffentlich machen die irgendwas. Und ein Deploy-Erfolg in Bulgarien. Also die waren bei 68 und jetzt bei 72 plus X. Und Kontrolle, sehr schön. Sehr schön. So, und jetzt sind ja auch noch die Gegner dran. Eben alles nur die Verbündeten. Natürlich mit ihren ganzen Schiffen daraus. Achso, und das U-Boot hat nichts weggemacht, weil die Serbien-Route da gerade gar nicht mehr da ist. Aber dafür könnte man vielleicht die andere Route, die dann nach Italien führt, angehen. Könnte, wenn immer nichts passiert, die sind so ein bisschen, naja, ich glaube, das habe ich in mehreren Runden schon mal ab und an gesagt, da ich mir doch mal wünschen, dass das einfach im Hintergrund schneller durchgerechnet wird, weil ich da nur da sitze und nichts geht. So, und werden im Verlauf 1915 noch ganz Belgien verlieren, wird sicherlich daran gelegen haben, dass es nicht genügend direkten Ersatz für die Front gab. Zu den Reit hat man da doch nicht stehen lassen sollen. Ich habe ihn ein bisschen übersehen. Zugegeben. Wenigstens verschanzen dürfen wäre ja nicht schlecht gewesen. Aber damit ist er die erste österreichische Einheit, die jetzt komplett besiegt wurde. Machen die den Tilsiter wieder zu.
Jetzt ist da ein Russe eingekesselt. Wollt ihr da noch rangehen oder nicht? Ach, schön, dass die den Gebirgsjäger in der. Na gut, es gibt ein bisschen Hügel. Und vielleicht hat sich die KI ja doch was dabei gedacht. Aber das hier sieht doch sehr viel gebirgiger aus. Da unten muss man schon darauf achten, dass er ein Feld kriegt, während da hinten ist ja alles. Schon ein Franzose nach Italien. Okay, wer anders da hinten eingekesselt, die jetzt immer noch auf Nachschubmangel. Erfolg in Portugal. Wegen Seeblockaden, soweit, so gut. In den U-Boote machen ein bisschen was Sinnvolles. So, wir könnten italienische Kriegsschiffe in Heimat den Häfen angreifen. Oh, ich weiß nicht. Also, wir haben jetzt auch nicht endlos viele Ressourcen. Gibt immer genügend zu tun mit dem Geld. So, der hat immerhin durch den Angriff selber einen Schaden kassiert. Verschanzung 5 ist ein bisschen heikel auseinanderzunehmen, aber unsere Leute haben hier teilweise schon 1 zu 1. Und wenn alle mitmachen, könnte das laufen. Bulgarien bei 85. Die brauchen nur noch so ein bisschen. Ganz bisschen Motivation und wir könnten deren Truppen brauchen, noch die letzte serbische Befestigung zu erobern. Gut, dann würde ich sagen, haben die Deutschen den Vortritt, die Chor. Die moralisieren gar nicht. Wir wollen aber einfach mit Masse versuchen. Machen, bleiben wir da auf 2 zu 1. So, der Schützengraben, der ist gar nicht nach oben und unten. Das könnte teilweise die Begründung sein. Noch eine deutsche Einheit, aber da müsste erst ein Österreicher Platz machen. Ansonsten haust du und gehst nach hinten, um dich heilen zu lassen. Dann darf der nämlich ran. Jetzt werden die Zahlen langsam besser, wo die gegnerische Verschanzung nachlässt. Sogar schon auf 2 zu 3, aber da ist noch Luft bei der Verschanzungsreduktion. 1-3. Hä? Zwei Angriffe hintereinander, die jetzt schlecht gelaufen sind. Dafür jetzt ein besserer. Er hat noch der da vorne, der und der hier hinten. Die müssen es jetzt aber auch spannend machen. Jetzt mal sehen, wir geht mal da lang und so auch ein bisschen die Gegend noch abzudecken. So, mit schierer Masse am Ende noch geschafft. Ihr könnt euch ja hier auch schon mal ein bisschen aufstellen. Ein deutscher Ort, das müssen wir nachher mal wieder in Ordnung bringen.
Läufst da auch gut hin und her, ehe du noch Aktionspunkte am Ende übrig hast und sonst wohin läufst. Die eigentlich weiter vor und der ist nächstes Mal dann auch noch ein schönes Ziel, weil der dann keine Versorgung mehr haben wird. Du kannst das nicht machen. Okay, die Orte gehen aber dann doch noch auf eine 8. Das heißt, du könntest eigentlich bis dahin gehen. Dann von hier vorne eine 10 austeilen, das reicht für alle. Dann nochmal sammeln und nach Uskub marschieren. Oder seitlich auch hier ein bisschen arbeiten, wenn sich's anbietet. So, Italien. Okay, erstmal dahin. Eigentlich könnte man noch schauen, ob der das Feld sich holen kann. Immerhin Gebirge. Ja gut, wir kämpfen jetzt nicht gegen Panzer, aber gegen Infanterie auch einen sehr hohen Verteidigungsbonus. Ja, also nett, sich das zu holen und naja gut, mal gucken, wie sehr die Lage da zusammenhaltet. Was macht der deutsche Reiter da? Ich weiß es nicht. Ja gut, der ist auf österreichischem Gebiet. Wenn man den einfach mal auch als Hilfstruppe. Ich leihe mir den mal kurzzeitig. Also falls hier was passiert, dass der hinter einer steht. So, dann hier drüben die Arti kriegt ihre Upgrades. Nächstes Mal maximale Geschosse, um auf Ivanogrod zu gehen. Kann man den Bomber doch noch heilen? Na gut, Demoralisierung 5. Naja. Nach Süden rennst, ist jetzt so eine Sache. Ist dafür lohnt. Derweil müssten wir die hier wegkloppen, ehe unsere sogenannten Verbündeten einfach die Moral von denen abgreifen wollen. Du kriegst leider deinen Schaden. So, den kriegen wir aber nicht in einem weg. Da darf doch mal einer mithelfen. Jetzt hat er natürlich den Ort angemalt. Das wollen wir nicht. Da muss wahrscheinlich wer anders auf Dauer ausgleichen. Bitte, nur weil ihr das Erfahrungssternchen voll habt, heißt das ja nicht, dass ihr alle noch Schaden kassieren müsst. Der flieht tief in den Sumpf. Aber nicht tief genug. Durch die Haku ist immerhin auch schon ganz gut Erfahrung sammeln und einfach aus Prinzip möchte ich den Ort anmalen. Und ach, der will den zurück anmalen. Was soll's? Wir kümmern uns bei Zeiten drum. Den können wir angreifen. Du darfst mal zuerst hauen. So, der hat schon gehauen. Dann brauchen wir da mehr Truppen. Und Truppen würde ich dann auch wieder da drüben hinschicken und auf Dauer wieder dann kommandieren lassen. Hier steht natürlich noch ein großes deutsches Kontingent. Und das Haku, die können ja mal. Ne, vielleicht bleiben sie auch noch da. Dass man halt die Front hier oben verkürzt hat über Grodno-Brest-Litowsk. Dass die das machen können. Natürlich die Frage. Sonst gehst du auch nochmal. Mit in die Richtung und ihr bleibt noch erstmal oder ja, bleibt hier mit. Und ihr haut hier munter auf alles drauf, was sich bewegt. Da ja auch keine Versorgungsprobleme, also. So, und du kannst die Art hier auch schon langsam mit nach vorne tauschen. Kann die Upgrades kriegen und trotzdem optisch näher an die Front rücken. Die geht hier vielleicht auch erstmal einfach nur näher heran. Das ist für den ein bisschen riskant. Aber naja, wofür hat man denn Verbündete? Den dürfte ich noch tauschen. Den müssten wir heilen. Hier geht da erstmal vorsichtig lang. Hier mal ein bisschen spicken. Der kann natürlich nachher da ein bisschen in die Tiefe reiten, aber sollte es auch nicht übertreiben. Versorgung. Bisschen noch auf 6, ganz ordentlich, sonst mauere ich hier erstmal. Den, okay, wenn wir ihn fit machen, kriegt er aber leider kein Sternchen mehr.
Bin mir nicht ganz sicher, ob man das jetzt machen muss. So, du könntest noch laufen. Okay, den sollte man vielleicht schon noch wegmachen. Können wir den zwar nicht heilen. Autsch. Aber gut, ihr alle zusammen solltet dann, denke ich, Ivanogrod erobern können. So, die Italiener. Und wir haben hier schon ein Problem mit den Häfen. Also das U-Boot muss notfalls auch ausrücken. Ist ja nicht übertreiben. Nur so, dass da Platz ist und ja alle im Hafen steht, ohne direkt von Landeinheiten zu sehr erreicht werden zu können. So, und U14. Einfach mal hier unten auf diesen Knotenpunkt fahren und sehen, ob es da irgendwas wegmacht. So, dann wieder die Frage mit dem Geld. Wir haben 100 Punkte. Sollte man auch investieren. Wir könnten natürlich noch einen Luftkrieg machen. Für den Bomber, dass es schneller durchgeht. Grabenkrieg, da passt halt leider. Muss eigentlich schneller. Aber Jagdflugzeugentwicklung, was nur noch dazu passen würde, oder Luftschiff. Ja, Luft, wie viel können wir denn bauen als Österreich? Eins. Dafür zu forschen? Ich weiß nicht. Oder halt Führung und Kontrolle weiter. Wo ist doch mal irgendwas können? Oder ein Grabenkrieg wäre. Oder eine Produktionstech. Dann ist da ja demnächst mal wieder was fertig und man hätte ein bisschen Luft. Ich glaube, den Reiter brauchen wir jetzt nicht so dringend. Eine Abteilung eigentlich auch nicht. Minen-Infanterie. Alles nicht so spannend. Man könnte darauf sparen, dass man mal neue Korps einstellt oder halt heilen, wobei ich gerade jetzt nicht weiß, ob wir noch irgendwen haben. Man könnte den Bomber doch mal fit machen, falls, wer weiß doch, mein gegnerisches Jagdflugzeug auftaucht. Reiter ist gleich so teuer und ich meine, haben wir doch einen, um Stress zu machen. Die stehen nur am Rand rum und sind nicht so wichtig und die müssen nächsten Zug heilen. Ich würde das Geld sonst sparen. Man, das deutsche U-Boot macht da auch ein wenig mit. Wollt ihr vielleicht den noch raushauen? Der steht in einer der Königsberger Befestigung. Immerhin, dann dürfte Tilsit erstmal wieder halbwegs sicher sein. Oh, sie versuchen Brüssel zurückzuerobern. Also, na gut. Versuchen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt für die Lage da.
So, der Moral geht noch weiter runter. Jung noch mal verlegt. So, jetzt müsste das aber reichen, dass Bulgarien genau mobilisiert und dann hoffe ich ja, dass sie was Sinnvolles anstellen. Sogar noch ein Erfolg in Bulgarien, okay. U-Boot-Kram kriegt 2 Gasgranaten. Industrie. Die Deutschen, was haben wir auch? Gasgranaten. Fortschritt. Bald fertig. Und osmanische Artilleriewaffen. Was wird auch? Punktzahl steigt immer weiter an. Und die Bulgaren dürften dann nächstes Mal endlich dabei sein. Der Naku muss dann hier aber wirklich irgendwo in der hinterletzten Ecke stehen. Aber für den finalen Vorstoß sind hier doch ein paar kaputte Einheiten oder so. Muss ich ein bisschen heilen, wahrscheinlich schon mal die Felder holen und dann irgendwie versuchen, die Stadt zu erobern, wenn da auch wieder so viele drum stehen. Da braucht man doch eine Artillerie. Da erstmal hängen, aber die Osmanen halten es jetzt nicht so entschlossen, wie es schön wäre. Franzosen haben schon Infanteriewaffen, also schon im letzten Zug müssen sie die gehabt haben. Die hatten aber gut Forschungsfortschritt. Noch ein paar Bewegungen zu sein, wahrscheinlich keine großen Kämpfe mehr. Und also noch einmal sammeln und dann hoffentlich finaler Sturm auf die letzte serbische Hauptstadt. Banograd beschießen und einnehmen und auf Dauer mal sehen, ob man da nach Osten auch mal ein Stückchen weiter nach vorne kommt. Den kriegt man nebenbei und da muss man aufpassen, dass nicht die den einfach weghauen und die Moral einheimsen. Bulgarien ist mit dabei, sehr schön. Volk in Rumänien, aber
Das sollte, denke ich, nicht zu tragisch sein. Unterstützung für die Osmanen. Aber warum sollten wir denn irgendwas... Die setzen Geheimagenten in der Schweiz ein, die haben das Event echt gemacht. Eine Menge Kohle mit der noch aus der letzten Runde, da könnte man dann noch mal überlegen, ganz neue Einheiten zu kaufen. Auch Gebirgsjäger für die Italienfront. Ja, so verschanzt wie die hier alle stehen, brauchen die vielleicht auch eine Kanone. Kriegen hier noch eine. Ihr könnt hier schon mal alle Felder in der Nähe der Hauptstadt übernehmen. Dank denen haben wir da auch halbwegs Versorgung, wobei über Nisch funktioniert das ja auch ganz solide. Oder könnte man sich zur Not auch per Zug eine Arti hier ranbringen lassen? An Notfalls stünde auf dem Zug. Ja, und der natürlich hier ist schon geplant, ist jetzt mit seinen maximalen 5 geschossen. Ja, und den könnte man gucken, ob man auf den Weg auch noch kriegt und dann da vielleicht ein bisschen reinmarschieren kann. Die Deutschen haben hier leider ihre Offensivbemühungen so ein Stück weit eingestellt. Ja, und ihr habt sehr viel Feind vor der Nase. Und hoffentlich haltet ihr das durch. Waffentechnisch haben wir gerade 2/3. Ich meine doch, ich habe in Zug 1 angefangen. 89, 40. Ja, also hatten die Franzosen wahrscheinlich gleich 2 Durchbrüche. Ah, das wird halt. Na gut, die Franzosen sind nicht direkt unser Thema. Soll sich unsere KI darum kümmern. Dem U-Boot geht es auch noch gut. Ja, dann würde ich an dieser Stelle auch erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.